Vorsitzenden des Schützenverbandes Günter Gottschalk, die Fahne des Schützenverbandes Berlin-Brandenburg, getragen von Georg Krause. Herrn Büge muss ich noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Es gibt bei Ruderschützen ein Pokalschießen. Das haben wir vor über 30 Jahren mal eingeführt. Das ist der Pokal der Ruderbär. Ruderbär ist ein Mannerpokal, da schießen wir aus. Das ist ein freies Pokalschießen, da kommen also sehr, sehr viele Vereine zu uns. Und dort wird auch dieser Ruderbär als Wanderpokal überreicht. Den haben wir schon seit vielen Jahren. Der wurde früher geschossen am Tag der Einheit, am 17. Juni. Das ist 1990 geändert worden. Wir schießen diesen Pokal jetzt aus am 3. Oktober. Und dieser Ruderbär ist also in Schützenkreisen eine wirklich etablierte Geschichte und findet also riesigen Zuspruch. So, und in diesem Wanderpokal etwas wieder zu motivieren, haben wir von dem Herrn Büge einen Bären bekommen. Ja. Und zwar einen ganz tollen Bären. Und zwar dieses Prachtstück, vielen bekannt, die Originale standen also in 2 Meter Größe. Das ist also vom Künstler ein original geschaffenes Abbild, auch signiert und handgemalt, richtig wertvoll. Und diesen Bären, wenn wir es als Ruderbären ausschreiben, als Wanderpokal, früher hieß es, wenn ein Bären 5-mal gewonnen hat, kann ihn behalten. Und ich verspreche Ihnen, diesen Bären wird keiner behalten. Dieser Bär wird als ewiger Wanderpokal durch Berlin ziehen, durch alle Vereine. Wir schießen von Frohnau bis nach Rudow, von Zehlendorf bis andere Ecke. Ja. So. Und dieser Pokal wird einmal dieser Mannschaft zugestanden, die ihn gewonnen hat. Und da bedanke ich mich nochmal ganz besonders, Herr Büge, für dieses tolle Präsent.
Zug unser Königshaus zu entrümpeln. Das heißt, das alte Königshaus wird aufgehoben. Sie geben ihre Insignien ab, bekommen einen Erinnerungsorden. Und dann kommen wir zu dem ja, für uns Schützen spannendsten Moment, weil keiner weiß, wer also König ist, Königin und so weiter. Und dann werden wir das neue Haus intronisieren. Und dann fangen wir doch einfach mal an. So, damit haben wir unser Königshaus entrümpelt. Die Damen sind mit Blumen also versaut worden. Und ich möchte mich also besonders bedanken bei unserem Königshaus. Ja, damit nochmal mein persönliches Dankeschön und natürlich auch im Namen der Bruderschützen und auch die Ritter und die ersten toten Damen und Pistolenkönigin haben sich also wunderbar engagiert, um den Bruderschützen hier zu zeigen, dass sie also überall dabei sind. Damit mein herzliches Dankeschön. Wir danken nach alter Bruderschützenart unserem Königshaus mit einem dreifachen Hori! Da! Hori! Da! Hori! Da! Hussa, 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 Hussa und Donnerkiel! Danke! So! Liebe Schützen, ich möchte mich einfach bedanken. Ich möchte mich bedanken für die freundliche Aufnahme, die ihr mir zuteil wurden ließ, denn ich bin eins der jüngsten Mitglieder und das war es eigentlich schon und ich war gerne König, ich war gerne euer König und habe alles, was ich getan habe, gerne getan. Danke euch. Meine Damen und Herren, ich habe hier eine Sache zu übernehmen, die einer nicht selbst machen kann. Er kann sich nicht selbst ehren, er kann gar nichts machen in der Beziehung. Wir haben eine Person unter uns, der hat es fertiggebracht, dass die Rudower Schützen als erstes in Berlin ein Sportgelände selbst erworben haben. Und wir sind die Eigentümer unseres Geländes, wofür wir schon immer geträumt haben. Wir brauchen keine Pacht und nichts mehr zu bezahlen. Und da die Sache so über die Bühne gelaufen ist, wo wir von eigentlich geträumt haben und er sich darum immer gekümmert hat und auch die Sache in der Hand hatte mit dem, weiß ich, Rathaus und Grundschicksamt und Notar und sowas, haben wir gedacht, ein paar von uns, die Nadel ihm zu überreichen. Er muss leider auch, weil er auch noch nicht so sehr lange Verein ist, ganz unten anfangen. Die bronzene Ehrennadel, Günther, möchte ich dir überreichen im Namen der Schützenkameraden. Leider, wie gesagt, eine Gründe würde ich da lieber geben, aber du musst unten anfangen, dort stand mal Vorschrift und dann ist er erinnert. Das war's. Dankeschön. Ja, jetzt kommt dieser Moment. Ich weiß noch nicht, wer in meinem Königshaus sein wird. Walter den Bolzen. Nee, das war also damals bei Luftwaffe mit dem goldenen Schuss und sowas, ne? Walter das Gewehr. So. Ich danke dir. So, 41. Königsschießen, Königshaus 2004. Wir schauen nochmal rein, wenn wir auf die Bühne holen werden. Wir also Schützenkönig, Königin, Ritter, Dame, Pistolenkönig, Jungkönig werden. Ich schau mal. Stark. Ich kenne sie alle. Die müssen hier aus dem Verein sein, anscheinend. Ja? Die Namen habe ich alle schon mal gehört. Ja. Da steht Silvia. Da steht Lothar. Jessica, Nicole, ach Gott, so viele Namen. Für Jasmin war es dann die Jungkönigin. Hat wieder so gut geschossen. Ja. Nee, Andreas, komm rüber, hier lang, komm bitte. Noch weiter. Ja, nun, ja. Für Nicole Ebki, zweite Dame in unserem Königshaus. Herzlichen Glückwunsch. Dann fangen wir links unten an, ja? Ins Runde Ritter, Lothar Groh. Ja! Von links nach rechts durch! Lothar! Na, geh mal. Hey, Andreas, Mensch, du bist verkehrt hier. Nicht, das geht um die Dame. Achso! Wer ist es gern? Such deine aus. Schau mal, da steht so viel Namen drauf. Ja?
Nein. Nein. Dame. Dame. Komm. Jessica Gerloff. Erste Dame im Königshaus. Der Bruder Schützen. Ja. Ja. Da ist vorn. Da ist vorn. Wo ich bin. Ja. So. Unsere Schützenkönigin 2004. Silvia Schröder. Ja. Glückwunsch. Los, erster Ritter, Olaf Gerloff. Ja, Kopf runter. Für 2004 hat am besten reingehalten, am besten getroffen. Ein super Schütze. Ich freue mich. Michael Scharfenhaut, unser Schützenkönig für dieses Jahr. Wir begrüßen das neue Königshaus, der Bruder Schützen, ganz alter Schützenhaus, mit einem dreifachen Hoi! Da! Hoi! Da! Hoi! Da! Hussa, 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 Hussa! Und Donnerkiel! Vielen Dank! Jasmin? Jasmin? Jasmin, darf ich dir noch die Jugendfehlscheibe hören, dann los in der Berufszeit? Ja, vorsichtig. Wir hatten das noch nie im Verein. Wir haben keine runde Scheibe, keine quadratische, sondern so eine ganz außergewöhnliche Scheibe. Und die hier zu lernen, haben wir das Ding inszeniert und vorbereitet. Und ich glaube, die Form, sowas hat er also noch nicht gehabt in Rudo. Mal was ganz Besonderes. Micha, deine Königsscheibe. Hallo Basiox, Sie sind Schützenkönig, aber nicht nur hier in Rudo, sondern Sie haben eine besondere Kette. Die müssten Sie uns mal erklären. Ja, das ist die Kette von dem Land Berlin-Brandenburg. Ich hatte die Ehre, das Land bei Coburg bei 43. Schützentag zu vertreten. Ich durfte einen Bundeskönig zu schießen. Ja. Sie haben diese Kette bekommen, weil Sie der beste Schütze sind. Denn nur dann bekommt man eine Kette und haben sich quasi ausgezeichnet. Ja, muss ich sagen, dazu gehört auch ein bisschen Glück. Beim Wettkampf 10 ist 10. Ob angekratzt oder voll in der Mitte, spielt keine Rolle. Bei Bündniskönig gehört ein bisschen Glück dazu. Ja. Hauptsache, der 10 muss voll in der Mitte zu sein. Ich hatte ein Glück, den 9 Teile zu schießen. Also das ist 9,09 mm von der Mitte entfernt. Das war eine Leistung, aber ich hatte auch Glück, einfach, muss ich sagen.
Schön ist Folgendes, dass sie sagt, sie hatten Glück, ja, denn mancher traut sich nicht ran, weil er der Meinung ist, dass er nie treffen wird. Aber Treffen hat vielleicht auch ein klein wenig Fingerfertigkeit, Gefühl und letzten Endes auch Geschick mit zu tun. Ja, natürlich. Ich habe noch eine Jugendliche für die polnische Nationalmannschaft geschossen, damals vor 25 Jahren. Da hatte ich lange Pause, danach habe ich wieder angefangen, wieder Spaß am Sport gefunden, seitdem ich in Berlin bin. Und macht mir wieder Spaß. Also ich habe eben mit dem Namen des Schützenkönigs Berlin-Brandenburg etwas Schwierigkeiten gehabt. Sie haben da den Namen etwas leichter drauf. Ja, ganz einfach. Slavomir Lobasiuk. Ganz einfach. Wie man spricht in Deutsch, ja? Also, die Übung macht den Meister. Ja? Aber mal folgende Bitte, Herr Gottschalk. Sie haben heute das neue Königshaus proklamiert. Sie haben das Königshaus des letzten Jahres, ja, sagen wir mal, erstmal in Rente geschickt, quasi bis zur nächsten Proklamation. Also im kommenden Jahr stehen Sie wieder zur Wahl, wenn Sie, und darauf kommt es an, wenn Sie den goldenen Schuss gemacht haben. Richtig, der goldene Schuss ist das Einzige, was zählt. Und wir haben also bei uns im Königsschuss, das ist nur ein Schuss mit dem Luftgewehr, mit dem eigenen oder mit dem Verbandsgewehr, Vereinsgewehr. Ja. So, da muss man einfach draufhalten, gut gucken und abschießen. Und dann hat man das gewonnen. Ja, so einfach wird man König bei uns. Ja. Also das hat nichts mit Schönheit zu tun, das hat nichts mit Geld zu tun, sondern nur mit Können. Nur mit Können, ja. Also und wenn ich mal ganz kurz mal sagen darf, wie Ihr Mitstreiter vor kurzem sagte, auch mit Glück. Es ist Glück dabei, ja. Man muss also mit dem einen Schuss, den man hat, mit seinem Gewehr irgendwo ein in die Mitte zaubern. Ja, da ist Glück dabei, gar keine Frage, aber auch natürlich viel Können. Ich muss also erstmal das irgendwo in die Mitte reinkriegen. So, und das also absolut in der Mitte ist, ja, da kommt das Glück noch dazu. Ja. Und bei uns geht es also garantiert nicht irgendwie nach Einkommen oder nach Stand, dass man sagt, okay, jetzt ist also der mal dran irgendwo, ja, ist nicht. Jeder von unseren Schützen hält einfach drauf. Ja. So, und egal, ob das jetzt ein Sozialhilfeempfänger ist oder ob das also jemand ist, der also gerade seine Firma verkauft hat und also viel Geld im Hintergrund hat, das spielt keine Rolle. Er muss einfach nur treffen. Ja. Aber Sie haben auch drauf gehalten. Das meine ich jetzt in anderer Form. Sie haben heute eine bronzene Medaille bekommen. Diese bronzene Medaille ist auch ein Schuss, ein ganz interessanter Schuss, aber nicht mit der Waffe. Da freue ich mich drüber. Das ist eine Auszeichnung aus dem Verein, von der ich also nichts wusste. Wirklich, ja, ist also nicht getürkt. Das passiert irgendwo im Hintergrund. Und ich freue mich darüber, wenn ich also dafür eine Anerkennung bekomme fürs Engagement im Verein. Ja, das Engagement ist einfach nur für die Ruderschützen. Wenn die Ruderschützen das merken und einen damit danken, ist es mir egal, ob das in Bronze, Silber oder Gold ist. Ich sehe nur den Dank dabei. Ja, und das freut mich. Und da muss man mal eher näher drauf eingehen, denn das ist ja eine Medaille für eine Sache, die allen hier zugutekommt. Das muss man wirklich mal sagen. Ja, ja, das ist der Dank also für die Arbeit, die dahinter gemacht, die dahinter steht irgendwo. Und diese Arbeit kommt dem gesamten, sagen wir, Verein zugute. Und für mich persönlich, vielleicht klingt es wie eine Floskel, ist mir also gleich, was man daraus entnimmt, ja. Für mich sind nur die Ruderschützen. Personen sind austauschbar. Ja, ob ich das heute mache, morgen ein anderer oder übermorgen noch ein anderer, ist Wurst. Und das zählen eigentlich nur die Ruderschützen und der Verein zählt es. Im Moment engagiere ich mich dafür, ja, und mache das gerne, ja, mit sehr viel Zeitaufwand, so, und habe dafür also einen Dank bekommen. Und da freue ich mich also riesig darüber, dass also im Hintergrund wirklich ohne mein Wissen sowas inszeniert wurde. Und ich freue mich mächtig darüber. Er ist heute im Gespräch gekommen, dass Sie auf, kann man sagen, einem Grund und Boden jetzt hier arbeiten und dass der Verdienst, soweit ich das verstanden habe, ich hoffe, ich habe richtig verstanden, ja auch Ihnen zuzuschreiben ist in gewisser Weise, dass die Sache festgeklopft wurde. Ist das richtig so? Ja, ich bin ein Nutznießer. Ich muss dazu sagen, dass also Vorgänger, sagen wir, andere Vorsitzende,
schon vor mir das vorbereitet haben. Da waren Schriftführer dabei und die haben also schon jahrelang sich eingebracht dort und gearbeitet. Und nun ist es also so weit, dass also ich derjenige bin, der das Ganze in Sack und Tüten gebracht hat. Ja, und ich also den Dank und das Lob bekomme von dem Verein. Aber es waren schon einige vor mir, die also sehr viel vorbereitet haben und das in die Wege geleitet haben. So das Engagement, bitte, ich möchte mich nicht beiräuchern, da ist eine Menge Arbeit dahinter. Das habe ich also auch mit meinen Vorgängern also in die Reihe gebracht. Ja. Und das ist jetzt der Lohn von der Arbeit von, ich würde sagen, 5, 6, 7 Jahren. Ich bin also seit knapp 4 Jahren Vorsitzender in Rudow. Ja. Die Arbeit von 5, 6, 7 Jahren, die hat jetzt ihre Früchte getragen. Und ich bin also im glücklichen Zustand, diese Früchte ernten zu dürfen. Ja. Und ich möchte also nicht vergessen, die Vorgänger an Vorsitzenden, an Schriftführern, die also sehr viel Arbeit und da auch Freizeit reingesteckt haben. Ja. Und ich bin nun mal glücklich, der es geschafft hat, dass wir also so weit sind, wie wir heute sind. Rudow hat ein neues Königshaus und natürlich auch eine Jugendkönigin. Wir sind jetzt im Jahr 2004. Ja, da muss man ein wenig zurückzählen und muss genau überlegen. Sie haben ja diese Auszeichnung nicht zum ersten Mal geschossen, wenn ich so sagen darf. Ja, das ist richtig. 2000 war das erste Mal, wo ich Königin geworden bin. Also das sind dann 4 Mal das Königsschießen. Ist das richtig oder 5-mal? 5-mal. 5-mal das Königsschießen. 5-mal das Königsschießen und Sie sind bisher nicht übertroffen worden. Nee, bin ich nicht, denn ich denke mal, das ist bei uns sehr kompliziert, weil wir haben ja wenig Beteiligung in der Jugend. Wir waren dieses Jahr auch nur 3 Leute, die geschossen haben. Es ist einfach Glück, zwischen den 30 den Schuss. Ja, das wurde mir von den Vorgesprächsteilnehmern auch deutlich gesagt. Zum Schießen gehört auch ein klein wenig Glück. Aber natürlich auch ein klein wenig Können und ein gutes Auge und eine sichere Hand. Ist das richtig so? Ja, das ist richtig. Also zwischen dem Königspaar zu stehen, ist ja unheimlich interessant. Früher, vor Jahrhunderten, war es unter Umständen gefährlich. Wenn man bedenkt, dass sie mit der Waffe umgehen, da könnte man ein wenig Angst kriegen. Aber ich sehe, Angst ist in diesem Fall nicht notwendig, denn sie sind ein exzellenter Schütze. Wenn ich dann, wenn ich mir diese Scheibe hier ansehe, sie haben ins Schwarze getroffen und in die Mitte vom Schwarzen. Und damit haben sie sich an den König erschossen, wollen wir nicht sagen, aber geschossen. Wie fühlt man sich als Schützenkönig? Herrlich, ganz fantastisch. Kann man ja nicht beschreiben. Speziell das Königshaus, was zusammen so ist. Mit den Vereinskameraden, die man durch dick und dünn geht, die man im Vorstand mit drin ist, wo man ganze Arbeiten mitmacht. Das ist einfach fantastisch, ist das. Und das ist einfach gut, das Gefühl. Wie sieht es denn aus mit dem Glücksschuss? Ja, das hat funktioniert. Angelegt, geschossen, hat gepasst. Was mich an für sich wundert, ist die Tatsache, dass in diesem Verein sehr viele Frauen dem Skisport frönen. Das heißt, das ist gar nicht so, normal. Denn eine Frau und eine Waffe, wenn ich das mal so bei der Bundeswehr denke, da ist man sehr mit spitzen Fingern dabei. Aber im Sport sieht es doch etwas anders aus. Ja, weil man muss da unterscheiden. Die Bundeswehr ist noch etwas anderes. Da kommt noch ein gewisser Ernst dazu. Aber hier ist Spaß, Freude. Und man macht es auch Sport. Und nicht, um jetzt irgendjemanden damit zu verletzen oder gar zu töten. Sie haben sich zum Ritter geschossen. Jawohl, das habe ich mit einer 9 dieses Jahr. Sie haben schon öfter Preise errungen oder ist das das erste Mal? Nein, im sportlichen Bereich war ich schon sehr aktiv und auch recht erfolgreich. Also Landesmeistertitel, Kreismeistertitel und bei der Deutschen Meisterschaft war ich vertreten, allerdings ohne Platzierung, also ohne hervorragende Platzierung, sagen wir es so. Der Skisport ist ein Sport, der verlangt ein gutes Auge, der verlangt eine ruhige Hand und verlangt auch ein wenig Glück. Was ist bei Ihnen entscheidend gewesen?
Ja, beim Königsschuss ist eigentlich mehr Glück der ausschlaggebende Punkt dabei. Beim normalen Sport ist es sicherlich auch viel die innere Ruhe, die dazu benötigt wird, die Konzentration und auch sicherlich Körperbeherrschung, die man oft vergisst. Wussten Sie vorher schon, dass Sie zum Ritter gekürt wurden? Nein. Das wird, da wird immer ein Riesengeheimnis draus gemacht, wie jedes Jahr. Und das ist also spannend bis zur letzten Sekunde.